Aus Schutt und Trümmern erhebt sich eine neue Westdeutschland im Jahre 1953. Jahrelang haben die Siegermächte uns Bau und Kauf von neuen Eine erfolgreiche Fluggesellschaft braucht Flughäfen, Flugzeuge, Personal und natürlich Kunden. Die kommen nicht von allein, sondern müssen erst mal zum Flughafen finden. Allerdings hat der Vorstand bei der letzten Versammlung durchblicken lassen, dass wir sparsam wirtschaften sollen, bis sich das Geschäft rentiert. Daher stehen uns für die Anbindung des Flughafens nur beschränkte Mittel zum Bau von Bus- und Lkw-Stationen zur Verfügung. Außerdem ergibt es kaum Sinn, neue Flughäfen zu bauen, solange wir kein ausgebildetes Personal haben. Schreiten wir also möglichst rasch zur Tat und starten wir das Training. Bevor wir abheben, sollten wir herausfinden, wie das überhaupt geht. Wir brauchen Piloten, Flugbegleiter und Bodenpersonal, sprich Leute, die was vom Fliegen verstehen. Wir wollen schließlich für unsere erstklassige Qualität bekannt sein und nicht für unsere Pannen. Wir haben ein Trainingszentrum im Heimatflughafen in Köln eingerichtet, in dem unsere künftigen Mitarbeiter in den nächsten Monaten ihre Trainingseinheiten absolvieren sollen. Während im Westen alles wie geschmiert läuft, darben die armen Knilche im Osten. Jetzt wird sogar eine Mauer gebaut, damit ihnen die Leute nicht scharenweise weglaufen. Eine ausgezeichnete Gelegenheit, um Geschäfte zu machen. Wir könnten die Ostler an unserem Wohlstand teilhaben lassen. Für Bares, versteht sich. Allerdings sollten wir uns nicht erwischen lassen. Die Sozialisten verstehen keinen Spaß. Mit jeder Ladung, die im Osten ankommt, steigt das Risiko, erwischt zu werden. Liefern wir in allzu kurzen Abständen, fliegen wir vermutlich auf.
Sehr schön. Unser Personal ist ausreichend ausgebildet. Sie bringen den Vogel heil in den Himmel und wieder herunter. Und die Kotztüten sind auch bereit. Es ist an der Zeit, abzuheben. Endlich können wir die erste Fluglinie einrichten. Das Bauprojekt für den neuen Flughafen wurde genehmigt und nun stehen uns auch endlich mehr Ressourcen für eine bessere Anbindung an die Stadt zur Verfügung. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir sind dem nicht. Grundgütiger, das Geld geht weg wie warme Semmeln. Ausnahmsweise würden unsere Geldgeber beide Augen zudrücken und uns ein weiteres Mal aushelfen. Das ist aber definitiv das letzte Mal.
Die erste Linie ist ein voller Erfolg. Zeit zu expandieren. Der moderne Mensch von heute ist schließlich in der ganzen Welt zu Hause. Oder zumindest im ganzen Land. Der Vorstand hat uns weitere Flughäfen und Busstationen genehmigt. Wir sollten alle restlichen Städte anschließen und verbinden. Denn wer vom Aufschwung profitieren will, sollte am besten überall gleichzeitig sein. Jet Set nennt man das heutzutage. Und wir machen es möglich. Thank you.
Im Himmel über Deutschland herrscht reger Verkehr. Der Kluge reist im Fluge, sofern er es sich leisten kann. Und das sind, dank der ausgezeichneten Wirtschaftslage, sehr viele.